Hi, ihr kleinen Chinchillas, ich bin der Bruger und dies hier sind die Leute, die mich unter anderem monatlich finanziell unterstützen. Amatera Suhart, Amaya Neko, Bexy King 1990, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Bleary Cabbage 8, Blue Fire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XCX, Encore 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Leon der Mettler, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Kitschan, Metal Dragona X, MJZ Cards and Games Germany, Neo Chaos, Pat Kadi, Panarek 90, Priest Michi, Bupu Fischpup, Raik Boretzky, Rylion Donovan, Rufus Platus, Saphir Meer, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Steffi und Arni und Wölfchen 0909. Hey, ihr süßen Badenixen, ich bin der Bruger und das hier ist das neue Spiel von Chillers Art The Bathhouse. Kam jetzt gestern Abend raus und ich spiele es jetzt für euch. Ich schaffe es wohl leider nicht als Einteiler. Ich weiß auch nicht, wie lange es geht. Ist ja immer so eine Sache bei den Spielen. Aber ja, wir starten neu und über die Zap geht's los. Ich freue mich drauf. Ich liebe diese Spiele von Chillers Art. Gibt natürlich noch ein paar mehr, die ich noch nicht gespielt habe, aber die wollte ich mir immer mal für so schlechte Tage aufheben. Und aktuell gibt es die leider nicht. Oder was heißt leider? Zum Glück gibt es keine schlechten Tage, denn es gibt immer gute Horrortage. Mal kurz probiert. Oh. Oh, gib's mir. Ja. Mit der Peitsche in die Fresse. Bin es leid, für so eine Firma zu schuften. Ich auch. Ich muss den Job hinschmeißen. Das ist doch nicht gesund. Einfach hinschmeißen und aufs Land ziehen. Das denke ich mir so oft. Aber dafür fehlt mir das Geld. Mein Leben. Mein Leben. So ein Mist. Ein Flyer? Ha. Das sieht doch gut aus. Wohnen Sie mietfrei, wenn Sie im Badehaus arbeiten? Am besten, ich kündige sofort. Dann kann ich direkt umziehen. Ja, ich werde erstmal gucken, ob da noch was frei ist. Akimura Maina. Zimmer 203. Ich muss meine Sachen reinbringen. Wow, was? Okay, hat das Ding etwas sehr... Warte mal. Ah, ist das schon viel besser. Ja, ich habe dieses dumme Motion Blur mal ausgestellt. Ja, es läuft so wie jedes Chillers Art Game. So ein bisschen hakelig, aber nicht ruckelig. Was machst du da? Okay, Karton. Wenn alle drei auf einmal mitnehmen, das ist ja geil. 203 hieß es, ne? Das heißt, ich muss in die Treppe rauf. Bin mal gespannt, ob es wieder alternative Endings gibt. Das ist ja immer so bei Chillers Arts Games, ne? 207. Scheiße, so klein die Zimmer. Hey. Alter, komm mir nicht so nah an mein Gesicht, Vermieter. Du stinkst. Du solltest mal ein Bad nehmen, nachdem du deine Sachen reingebracht hast. Oh, triff mich im örtlichen Badehaus. Ich möchte was mit dir besprechen. Hier, nehmen. Das ist der Schlüssel zu deiner Wohnung. Willkommen in der Stadt. Alter, ich krieg schon wieder Anxiety, ne? Okay. Ist überhaupt nicht siffig oder so? Nein, alles gut. Jetzt sind die Grillen weg. Ich wünschte, ich hätte auch nur so ein bisschen Kram zum Umziehen. Guck mal, direkt suppt schon hier alles durch die Kisten unten. Geil. Oh. Ja, am Ende ist die Arbeit auch noch die größte Sauerei hier, ne, im Badehaus. Wart mal ab. Das ist bestimmt nicht so der Traumjob, den wir uns da vorgestellt haben jetzt. Es ist ja dunkel mal wieder. Hier, das sind die Wäscheständer. Hier trocknet das bestimmt wunderbar. Guckt euch mal den Boden an. Na, so gruseliger Kerl. Ups. Alter, wir haben nicht mal eine Toilette im Haus, aber immerhin ist sie sauber. Naja. Kann mit leben, oder? Wow.
Warte mal, ich werde noch mal was ändern. So, ich habe den VHS-Filter doch mal wieder eingemacht. Ich finde den ganz schön. War das gerade ein Kind, das so getan hat, als wäre es ein Hund? Chief. Ah ja, der Chief wohnt da drin. Das ist ja cool. Ein Karussell. Als Kugel. Aber irgendwie ist hier niemand. Ist total leer. Boah, ich weiß nicht, dann wäre ich lieber in meinem Kackjob geblieben, als hierher zu ziehen. Ich meine, guckt euch das mal an, wie es hier aussieht. So trostlos. Oh yay, das Badehaus. Musik ändern. Passt voll gut zu dem Badehaus, finde ich. Noch eine Toilette. Das macht mich ganz depressiv. Alter. Geheimnisvoll. Wie viel wiegen wir denn? Gar nichts. Wir sind ein Geist. Komm, die geht bis 100 Kilo. Wer wiegt denn nur 100 Kilo? Also ich wiege ein bisschen mehr als 100 Kilo. Bei mir würde die Waage wahrscheinlich einmal brrrr. So ein bisschen mehr, so 20 Kilo mehr. Damit mache ich 25. Na? Ah, da bist du ja. Willkommen, willkommen. Du hast den Flyer gesehen, oder? Die Miete kannst du dir sparen. Zumindest solange du hier im Badehaus arbeitest. Ach ja, es gibt keine Dusche in deiner Wohnung. Also hast du wohl keine Wahl. Wenn du hier arbeitest, kannst du am Ende jeder Schicht einfach hier ein Bad nehmen. Geil. Also haben wir einen Deal? Habe ich denn eine Wahl? Nein! Guck mal, seine Arme schon. Also gut. Fangen wir an. Siehst du das Board da? Bitte erledige alle Aufgaben, die dort aufgelistet sind. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast, behalt sie für dich. Es ist nicht schwierig, in einem Badehaus zu arbeiten. Viel Glück. Es kommen Kunden. Guck. Ich muss auch noch Kunden bedienen. Geld einwerfen, Rasierer, Handtuch nehmen. Telefon ist ja geil. Boah. Alter. Rasierer, Handtuch bezahlt. Hier. Kannst du haben. Tschüss. Ja, hau ab jetzt. Eine 29-jährige Frau wird seit einer Woche... In vermisst. Hau ab jetzt. Bei der vermissten Person handelt es sich um eine 29 Jahre alte Bewohnerin. Ach ja. Von? Scheint so, als würden keine Kunden mehr kommen. Drücke Leertaste, um ein Nickerchen zu machen. Laut der Polizei wird sie vermisst, seitdem sie mit einer 60-jährigen Frau geredet hat, welche in der Nähe wohnt. In der Nähe. Wollte ich mal ein Nickerchen. Ist ja nichts los, ne? Kann man einfach mal ein Nickerchen machen. Oder auch nicht. Alter, was ist das hier für ein Badehaus? Sind alle bescheuert. Was machst du da? Der nackig? Was war das? Ich habe etwas in der Sauna gesehen. Könntest du für mich nachsehen? Uta. Uta und Wasser. Water! Nein. Water! Die Handtücher sehen auch eklig aus. Muss man nicht immer eins mitnehmen, wenn man in die Sauna geht? Ich meine, ich gehe gerne saunieren übrigens. Nein. Schlägt voll die Wellen, ohne Grund.
So, schon die Tür auflassen. Leck mich im Spind. Aha, da ist ein Besen drin. Boah, was für ein siffiges Badehaus. Also ich würde hier nicht hergehen, ne? Guta! Der Name. Habe ich für eine Wahl? Ich arbeite ja hier, ne? Immerhin muss ich dafür sorgen, dass alles schön ist. Mark Chillers Arts Games, die sind immer so, es ist immer so unerwartet und schürt immer so ein bisschen die Anxiety. Abgeschlossen. Wünschte, ich könnte Japanisch, dann wüsste ich, was auf dem Flatterband steht. Der Deckel ist verschlossen. Das Wasser muss erst abgelassen werden, bevor er sich öffnen lässt. Aber das Abflussrohr fehlt. Was ist das überhaupt? Eine Mülltonne. Könnte aber auch ein Heizkessel sein, oder? Ja. Aber wie gesagt, das finde ich das Schöne an Chillers Art. Die sind immer so... Ah, du fühlst dich einfach unwohl. Aber du weißt doch nicht ganz warum. Weil alles so alltägliche Situationen sind, so wie... Der hat ein Handtuch. Ich dachte, der hat einen Zopf oder so. Wolltest du was finden? Ich schwöre, ich habe etwas gesehen. Dieser Ort macht mir echt Angst. Ich hau ab. Ja, warum kommst du dann hierher, wenn dir Angst macht, der Ort? Es ist halt echt nur zum Baden hier gedacht, ja? Wow. Guta ist einer von der schnellen Sorte. Boah. Ein Mädchen wie du ist perfekt für die Opfergabe. Für eine Opfergabe? War das gerade ein Kind oder eine sehr kleine Frau? Ich weiß nicht. Was hat die hier gemacht? Haarballen ausgekotzt. War das eine Katze vielleicht? Ach, jetzt ist da ein Besen auf einmal. Guck mal, hier ist alles voller Wasser. Sag mal, Leute, wie badet ihr denn bitte? Wisch, wisch, wisch. Wisch, wisch, wisch. Wisch, wisch, wisch. Ich sage aber, Chillers Arts Games, es sind immer so alltägliche Sachen, die man hier verrichtet. Das heißt, man ist so eine Barista oder ein Barista und ich glaube, der war eine Frau, ne? Und mussten dann sauber machen, auch wie hier und wegräumen alles. Ich finde das total widerlich mit den Handtüchern, ne? Ich hätte was gespiegelt gesehen. Naja, auf jeden Fall, das sind immer so alltägliche Situationen, aber die atmen dann irgendwann ganz schnell aus und dann ist es total beklemmend und... Ach, widerlich. Oh, guck mal, ich habe ein Inventar, cool. Den Besen nehme ich mit nach Hause. So, was steht denn hier? Boden putzen! Okay. Ach so, guck mal, der hat auch wieder überall hingekackt. Guck mal, das kannst du Turbo machen. Babababab. Ich hab's voraus hier. Es waren zwei Gäste. Die Arbeit ist erledigt. Geh dich waschen. Ja, wie gesagt, den nehme ich mit nach Hause. Besen. Ach so, also blau ist Männer, rot ist Frauen, ja. Interessant. Ah, so, wo gehe ich mich jetzt waschen? Boah, ich finde das unheimlich hier. Mal. Ist nicht erst abschließen, vielleicht, bevor noch jemand reinkommt? Bei den Japanern ist es ja auch so, man muss sich zuerst duschen übrigens und so richtig, richtig, richtig gut abschrubben. Und dann geht man erst in die Wanne. Die Wanne ist nicht zum Sauberwerden, sondern zum Entspannen. Deswegen müsste es eigentlich Duschhaus heißen. Duschhaus scheißen. Ich wollte gerade... Jetzt Frau oder Mann?
Nein. Wird auch so ein Freddy Krüger-Albtraum sein gerade. Ich verstehe es leider nicht. Soll ich mich jetzt irgendwo umziehen oder? Waschen. Kann ich machen. Wenn ich wüsste, wo. Okay. Ja, bitte. Du Shen. Mein Name, Du Shen. Duschen halt echt im Sitzen, ne? Alter! Ich hätte jetzt mit... Okay, ich hätte jetzt wirklich mit allen gerechnet. Aber nicht damit. Nicht mit einem Affen. Warum ist dein Affe... Oh, ich krieg Gänsehaut. Ich will nicht schreien, deswegen... Kimura Maina. Akt 2. Oh, okay, sie ist eine Frau. Oder Crossdresser. Ist ja auch egal. Hier stehen. Oh, 8er schon. 9er. Also es ist August, ja. Oh gut, dass ich eingekauft habe. Auch überhaupt keinen Hunger. Da auf die Badewanne leer oder so. Ja, bitte. Sie macht aber auch nicht wirklich... Oh, guck mal, das Geländer ist ja rosa. Das fällt mir jetzt erst auf. Sie macht aber auch nicht wirklich viel aus der Wohnung. Guck mal, auch die Wände sind rosa. Da könnte man noch ein bisschen Deko hinhängen, ein bisschen nett machen alles. Oder man lässt einfach alles so versifft, wie es ist. Total eklig. Aber wie gesagt, was habe ich denn davon? Ich lebe zwar mietfrei, aber in so totaler Ranzbude. Oh, komm, hier geht's ja auch noch weiter. Da geht's noch ein ganzes Stück weiter. Und sie kriegt ja auch kein Gehalt so wirklich, offensichtlich. Was ist sie denn bitte? Eieieiei. Hätte ich jetzt ja nicht erwartet, dass es hier doch so weit geht. Kleiner, schöner Teich hier. Idyllisch. Oh, was ist das denn? Angel? Angelrute verwenden. Ach, jetzt kommt er mit der Peitsche. Was? Ein Sack. Habe ich jetzt Leichenteile geangelt, oder was? Sie ist nicht so ganz, was das jetzt gebracht hat. Ohayou gozaimasu. Oh, wen haben wir denn da? Ich vermute mal, du bist die Neue. Wir heißen dich mit offenen Armen willkommen. Lächel. Das hat er auch gesagt. Du arbeitest hart, um das Badehaus wieder zum Laufen zu bringen. So habe ich gehört. Ich würde das nicht tun, wenn ich du wäre. Außerdem, ich spüre die Präsenz, die dich verfolgt. Noch etwas. Ich empfehle dringend, wirklich dringend, dass du dich hier bei meinem Tempel segnen lässt. Kostet auch nur 10.000 Yen. Sicher? Du bist ein außerordentlich gehorsames Kind. Die Götter freut es, das zu hören. Lächel.
So, jetzt bist du geschützt. Zumindest vorerst. Lächel. Du kannst jederzeit wiederkommen, wann immer du willst. Seltsam. Lächel. Wenn du das nächste Mal vorbeikommst, musst du eine Opfergabe mitbringen. In Form von Geld, sonst werden die Götter dich verlassen. Lächel. Hab's gewusst. Ich hab's gewusst, du Ekelhafter. Ist doch immer so. Als würden die Götter irgendwas mit dem Geld anfangen. Das ist natürlich nur für die Mönche oder die Person halt, die mich segnet. Bring dir Leichenteile mit, die ich geangelt habe nächstes Mal. Kannst du auch was Schönes von kaufen. War hier irgendwie immer was mit den Vending Machines hier bei Chiller's Art, warum auch immer. Aber die sind ja sehr berühmt in Japan, diese Automaten, wo man sich was ziehen kann. Muss jetzt nicht immer Essen, Trinken sein, sondern... Achten Sie. Was für ein Badehaus, wenn alle... Haben mich schon davor warnt. Müllbereich. Da ist irgendwas hundertprozentig ist da was an dem Müll. Okay. Elektronikgeschäft. Okay. Aber ich wette, es gibt noch so viele versteckte Sachen, die man hier machen kann und irgendwas... Irgendwas bringt es natürlich dann auch wieder für die Secret Endings. Hallo, wollen Sie den Schlüssel? Oder einen Sack? Zack, zack. Kann ich die irgendwie ablegen? Nö. Das ist doch wieder der Chief. Hiya! Komm, Kunden! Direkt, wenn ich den Laden betrete, oder was? Aber wetten, die kommen immer, wenn ich sie nicht sehe. Bitte. Hier. Hau ab. Hey, Keiichi. Bring mir in 15 Minuten einen Drink, kapiert? Zieh dich. Was steht da? Flecken an den Wänden entfernen. Herausfinden, warum die Stromrechnung so hoch ist. Gibt's keine Drinks? Conditioner, Duschgel? Nur noch einen Ohrring, den ich verloren habe. Einfach so? Wie wär's mit Fragen? Hallo? Sie können reinkommen. Geheimnisvolles Mädchen. Kitzel wieder. Soll ich ein Nickerchen machen? Oh, kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Haha. Leertaste gedrückt. Es waren jetzt aber... Es waren jetzt etwa 15 Minuten. Ich muss dem Mann einen Drink bringen. Nix muss ich. Aus hier bin ich... Der Hausklave. Ja. Braves Mädchen, sag mal, warum arbeitest du hier? Ich hab keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Willst du für mich arbeiten? Ein Mädchen wie du könnte eine ganze Stange Geld verdienen. Was denkst du? Dein Leben ist wertvoll. Beschwer es nicht an einem Ort wie diesen. Kein Interesse. Erbärmlich. Du überschätzt deinen Wert. Sei lieber vorsichtig. Ich bin doch ein ziemlich netter Kerl. Wenn du den Falschen gerätst, wirst du wirklich keine Wahl haben. Hast du Glück, hör dein Handtuch um. Metallhandtuch. Wie man auch nie das Gesicht sieht. Der überall Tattoos. Das ist ein Yakuza. Yakuza. Gehen Sie bitte. Hier draußen ist die Yakuza? Was ist da los? Hast du deinen dummen Ohrring gefunden?
Gar nicht mehr da. Hat sie jetzt in 15 Minuten gebadet oder was? Oh. Ich weiß nicht, wo sie ihren Ohrring verloren haben will. Ja. Oh nein! Der Strom ist ausgefallen. Ich muss einen Weg finden, ihn wieder zum Laufen zu bringen. Oh nein! Also, hä? Dunkel. Zu trinken mit. Im Notfall. Okay, geht wohl nicht. Aufgepasst, ich habe einen Eimer, ja. Mach mir keinen Ärger hier. Sauna. Ja. Gott. Es ist dunkel. Ich sehe nichts, ich gehe wieder raus. Nee, nee, lass mal. Ich muss irgendwo den Sicherungskasten finden oder sowas. Hallo? Hier ist der. Alter, das sind doch dicke Kabel, die da einfach mal auf der Straße liegen. Ja, und jetzt? Oh, die liegen einfach so auf der Straße. Was mache ich denn jetzt? Ja, geht wohl schlecht. Wenn der Strom aus ist, wird die Musik auch nicht funktionieren. Was ich machen soll, ich sehe nichts. Nee, ich renne jetzt auf die Straße und schrei panisch. Hilfe! Der Strom ist ausgefallen. Der komische Mönch noch da. Fürs Erste empfehle ich dir dringend, dringend, dass du zum Opferstock gehst und dein Gebet anbietest. Lächel. Und der Opferstock, das hier, ist ein alter Brunnen. Okay, ich kann nichts anbeten. Komm mal, hier ist doch hell erleuchtet bei dem Elektriker. Ah, Elektronikgeschäft. Ja! Warum nicht? Warum nicht gleich so? Ah, Denko, siehst nicht so aus, als könntest du dir was leisten. Diese Geräte, sie sind meine Babys. Du darfst dich gerne umsehen. Merk dir nur eine Sache. Absolut kein Tauschhandel, verstanden? Was denkst du eigentlich, was du da machst? Okay. Der Dreck hier sind deine Babys. Muss ja ganz schön heiß sein. Was? Denke ich, was? Willst du etwa sagen, dass ich meinen Babys zu viel Saft gebe? Du bist doch verrückt. Entweder hältst du jetzt die Klappe oder kaufst was. Oder du verschwindest. Arme Menschen machen immer nur Ärger. Du hast bestimmt keine Freunde. Hau ab! Okay, verwenden Sie nicht zu viel Strom, habe ich gesagt. Lülülü. Einfach über den Strom hier, über den Verteiler. Das ist ein Feueralarm. Ja, was soll das? Das war keine Absicht. Der Schlüssel für den Stromkasten. Er sollte sich hinter dem Laden befinden. Natürlich ist der rosa, der Schlüssel, ne?
So dunkel. Aber ja. Ich habe wieder Strom gemacht. Da, 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 da. Und damit würde ich sagen, bei etwa den Part. Ja, es geht halt langsam los und wird wahrscheinlich irgendwie richtig krass. Ich weiß es. So ist es immer bei Chillers Arts Games. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen, danke fürs Liken und Kommentieren. Wir sehen uns hoffentlich wieder nächstes Mal beim Bathhaus. Tschüss.